Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht mal wieder weiter bei David Motorentechnik. Hallo. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie wir eigentlich den Block montieren wollten. Da gab es dann am Ende das Problem, dass das Lagerspiel sowohl zu groß als auch zu klein war. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt Lagerspiel anpassen, beziehungsweise Kevin macht das. Ich guck mal wieder zu. Ist allerdings eine coole Sache, weil, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, Lagerspiel einstellen klingt immer so, als wenn man eine Schraube hätte und es einstellen kann. Ne? Aber es ist ja wirklich eigentlich nur mit Messen, Schleifen, Hohen immer getan. Ganz genau. Deine Kurbelwelle war ja so gesehen schon fertig. Und nun ist es immer, je nachdem, was für Pleuel man hat, gibt es leichte Unterschiede im Durchmesser der Grundbohrung. Und es gibt auch Unterschiede in den Lagerschalendicken. Wenn man jetzt zum Beispiel Motorsportlager bestellt, dann hat man oft etwas größeres Ölspiel als mit den Serienlagern, was bei vielen Tuning-Anwendungen ja auch gewünscht ist. Bei dir ist es, warum auch immer, vielleicht liegt es auch daran, dass beim Schleifen damals dieses Spiel mit anderen Schalen schon mal erreicht werden wollte, plus dass diese Schalen möglicherweise noch dünner sind, dazu gekommen, dass das Lagerspiel definitiv zu groß ist. Mhm. Vor allen Dingen, weil du ja sehr viel Ladedruck fahren möchtest, wird dann irgendwann der Traganteil schmal und das halten wir dann für ungünstig. Ich gucke gerade, weil es gibt tatsächlich diese Lagerschalen auch mit einem erhöhten Spiel, aber das sind tatsächlich die Schalen nicht für das erhöhte Spiel. Dann, also es gäbe Schalen, womit wir noch mehr Spiel haben. Dann wäre theoretisch entweder das Pleuel zu groß oder der Zapfen zu klein. Ja, ich glaube, wir waren letztes Mal drauf gekommen, dass der Zapfen zu klein ist. Der Zapfen war zu klein und okay. Lange Rede, wir können es auf jeden Fall nicht ändern. Deswegen haben wir letztes Mal dann auch abgebrochen. Umso cooler, dass wir das jetzt zeigen können. Das heißt, diese Bohrung hier drin müsste jetzt theoretisch kleiner werden. Genau. Wir erhöhen somit das Pressmaß auf die Lagerschale und drücken die Lagerschalen ein bisschen mehr zusammen. Das kann man natürlich nicht unbegrenzt viel machen, sonst würde man die einfach zu sehr verformen und quetschen. Nur ich sag mal, im Bereich von 300 bis 400 ist das kein Problem. Das haben wir schon öfter gemacht, wenn man Teilekombinationen zusammenpackt, die nicht mehr Serie sind, dann kommt das schon mal vor. Wenn wir Motoren bauen, machen wir das dann ab und zu auch so. Und wir hatten jetzt 1/10 Spiel. Richtig. Wir wollen ungefähr auch 600, 700, ja. So in den Dreh. Okay, das heißt, grober Plan ist jetzt, diese Kappe abschleifen. Ja. Dass man quasi die ganze Kappe weiter runtersetzt und dieses Maß kleiner wird, dass man es dann am Ende wieder passend holen kann auf das Maß, was wir haben wollen. Genau. Wir müssen allerdings nur ein bisschen zu klein werden, bewusst, damit wir, dadurch, dass wir das hier zusammenschieben, wird das ja eierförmig, dass wir diesen Fehler etwas wieder rausholen können. Okay, aber der Fehler ist nach wie vor ein bisschen da am Ende. Weil wir können ja von hier nach links, nach rechts logischerweise nicht. Ja, das ist richtig. Ich habe aber vorhin schon mal eine Kappe geschliffen, habe geguckt, wie die Pleuel sich verhalten. Weil interessanterweise wäre es jetzt logisch, dass ich die Kappe schleife. Ich schraube das anschließend zusammen und habe einen Rundheitsfehler, der genau dieses Maß betrifft. Interessanterweise nach dem Zusammenschrauben, warum auch immer, verhalten sich diese Pleuel relativ gleichmäßig. Ich weiß nicht, ob das an den Zugkräften der Schrauben liegt oder an der Kraftanleitung generell. Ich bin ja absoluter Fan von den Pleuel, die diese Stifte haben. Also wo die Schrauben leicht außermittig sind und nicht so eine Zentrierbuchse um die Schraube haben, sondern richtig auf beiden Seiten Stifte. Vielleicht wird es übertrieben gesagt durch die Stifte schon wieder ein bisschen, naja, ich will nicht sagen auseinandergezogen, dass es dadurch danach wieder so gut sitzt. Ja. Vielleicht könnte mein Vater da jetzt eine bessere Theorie zu aufbauen. Das Tabellenbuch. Ja. Aber theoretisch, nochmal von der Theorie her, ist es ja eh so, dass dieses Maß auch vorher jetzt schon kleiner war als links-rechts. Also wir haben links-rechts gemessen eh immer ein größeres Spiel. Okay. So, das heißt, uns interessiert eigentlich nur das Spiel in die Richtung. Genau. Ne? Natürlich ist es so, dass im Endeffekt hinter die Lagerschale jetzt theoretisch seitlich etwas mehr Spiel hat als senkrecht, aber da ist ja... wie soll ich das sagen, da ist ja nicht die Lastrichtung. Das ist ja nicht der Bereich, dort, wenn sich dort ein leichtes Ölpolster sammelt, dort muss ja weder gezogen noch gedrückt werden. Wenn dort das Lagerspiel nicht optimal ist, ist das nicht schlimm. Und dann kommt auch dazu, wir können es ja auch zur Sekunde gar nicht ändern, außer eine komplett neue Kurbelwelle nehmen, die halt weniger runtergeschliffen wird. Genau. Weil andere Lagerschalen, der Drops ist halt gelutscht. Ja, da müssen wir dann alle mal komplett neu wuchten und einmal alles anpassen. Okay, ja, das ist auf jeden Fall Schritt 1 und dann geht es an eine Kurbelwelle weiter. Das heißt, wie machen wir das Ganze? Gut, wie gesagt, ich habe das schon vorbereitet. Ich habe diese Maschine, das ist eine Flachschleifmaschine mit Magnetspanntisch.
was ich hier schon mal gemacht habe, diesen Winkel eingerichtet. Jetzt fragen sich manche, warum liegt da so ein Papier drunter, um eventuell leichte Krümel im Papier einzudrücken. Und ich habe hier eine leichte Messingfolie unten drunter gelegt, weil dieser Winkel hat nicht hundertprozentig 90 Grad. Ah, okay. Ja. Das heißt, hiermit hat er jetzt 90 dann? Genau. Wir haben, du hast auf jeder Maschine, auch wenn wir diesen Tisch kürzlich noch plan geschliffen haben, so einen minimalen Geometriefehler. Und jedes Mal, wenn wir etwas einschleifen, versuchen wir diesen Bereich, in dem wir arbeiten, hundertprozentig rechtwinklig zu machen. Und das habe ich dann mit der Messingfolie ausgeglichen. Kann man zum Beispiel auch beim Planfräsen von Zylinderköpfen machen. Oder wenn ich jetzt hier einen Teil auf Plan schleife und feststelle, es liegt nicht hundertprozentig gerade auf dem Tisch, kann ich das mit Messingfolie korrigieren. Okay, das heißt, der Winkel ist dafür da, dass es dann später an der Fläche bündig anliegt. Ja. Also schleifen wir die gleich so oder so? Soll ich einfach mal machen. Was auf jeden Fall witzig, hier merkt man schon, wie viel. Cool. Das heißt, hier ist das Dauermagnet oder kann man den an- und ausmachen? Das ist ein Elektromagnet. Den kann ich sogar einstellen, wie stark. Ich habe ihn jetzt auf halber Leistung, das reicht absolut aus. Nicht, dass die Kamera gleich. Man kann aber auch mit Wechselstrom wieder entmagnetisieren. Also bedeutet, wenn ich jetzt dort ein Bauteil draufstelle und das wird ja dann magnetisiert, selbst wenn ich den Elektromagneten ausstelle, würde ich zum Beispiel den Winkel nicht mehr vom Tisch runterkriegen. Mhm. Weil einfach die Fläche zu groß ist. Den kriegst du dann nur noch höchstens mit dem Kran runtergezogen und das kann ich dann wirklich das Magnetfeld wieder komplett eliminieren. Sonst hast du eventuell auch Motorenteile, die spinnenaffin sind und das ist nicht gut. Verstehe. Und wir hatten, wir hatten 110 Hundertstel, wollen auf 6 Hundertstel eigentlich. Das heißt, theoretisch müsstest du 4 Hundertstel hier runternehmen. Ja, ich nehme aber mehr runter, damit ich noch ein Aufmaß zum Hohen habe, um den auftretenden Rundheitsfehler auszugleichen. Okay, dann würde ich sagen Action. Alles klar. Das ist eine Hilfsvorrichtung, die hat mein Vater mal gebaut. Die kann man hier oben drauf setzen. Äußerst nützlich. Und damit kann man dann ein Bauteil mit Hilfe der Magneten rechtwinklig hier unten drunter schon mal festziehen. So, weil man muss es ja irgendwie hinbekommen, dass diese Oberseite jetzt komplett plan ist. Mhm. Ja, und wie willst du das machen, wenn du das nirgendwo auflegen kannst? Und dafür ist halt diese Vorrichtung, das ist ganz normales Spannzeug aus einer Maschine. Ah, okay. Ja? Das heißt, wir brauchen die Magnetkraft eigentlich, übertrieben gesagt, gerade gar nicht, nur um es vorher einmal so festzumachen. Von hier oben? Ja. So, jetzt ziehe ich das einmal fest. Weil übertrieben gesagt, hätte man den Winkel ja unten auch festschrauben können. Theoretisch ja, wenn die Maschine eine Vorbereitung dafür hätte, ja. So, aber diese Maschine wurde bewusst gekauft, um Bauteile, die man nicht spannen kann, schleifen zu können. Zum Beispiel auch Shims. Irgendwelche. Ja. Heißt zum Beispiel die kleinen, also angenommen man hat jetzt wirklich etwas, was 3-4 mm hoch ist, was wirklich ganz flach ist, was man wirklich einfach draufpackt, was fest ist und dann einmal rüberschleifen. Ja, oder als Beispiel, was haben wir hier? So, wenn wir irgendwelche Sachen unterlegen, bisschen Motorblöcke mit Zentrierstiften unten drunter, dann brauchen wir ja eine Auflage, die, wenn wir anschließend den Block bohren, hundertprozentig plan und gleich hoch ist. Und die Dinger kannst du dann einfach hier drauflegen und einmal von allen Seiten schleifen. Das heißt, das Schleifen ist von der Oberfläche her, von der Parallelität her, besser als zum Beispiel eine Fräse, wenn es eine gefräste Fläche ist? Auf jeden Fall, weil man kann theoretisch ganz zart mit den Kornspitzen etliche Male über die Oberfläche rüberfahren und immer nur ganz kleine Krümelspäne runterziehen. Das gibt eine sehr, sehr gute Oberfläche und das Problem ist, Fräsen ist manchmal zu grob. Wenn du Bauteile hast, die du nur ganz vorsichtig spannen kannst, wie zum Beispiel hier auf dem Magnetspanntisch, das ist ja nicht unendlich fest, und du würdest versuchen, mit einem Fräser durchzufahren, wird er das Bauteil einfach wegschieben und der Fräser wird brechen. Und Zylinderköpfe würde aber zu lange dauern, wenn man die damit planen würde, sage ich jetzt mal. Es ist deutlich aufwendiger, ja, ist richtig, aber wenn wir zum Beispiel Dieselköpfe haben, alte Dieselköpfe mit Vorkammern oder wir haben Motorblöcke mit eingegossenen Zylinderlaufbuchsen, was es ja heute auch ziemlich häufig gibt, dann gibt das beim Fräsen immer unschöne Schlieren, wie man zum Beispiel an dem Motorblock da hinten sehen kann. Materialmische schleife ich lieber. Ah, okay. Das heißt, dort wäre es wirklich so, durch Alu und Stahl ist die Oberfläche danach nicht so schön, wie als wenn man sie komplett schleift. Oder wenn du auf Ventilsitzringe schon kommst beim Diesel. Okay, und das Ganze macht wirklich einfach hier die krasse Scheibe. Genau. Der Kollege hier? Das ist einfach ein Spritzschutz. Einfach Spritzschutz, okay. Ja, weil wenn wir mit Funken und Späne Funken und so weiter. Und wenn wir jetzt mit Kühlspülstoff zum Beispiel arbeiten, dann schleudert die Scheibe ja die gesamte Flüssigkeit nach links. Und um das nicht aus der Maschine herauszukatapultieren, ist dieser Schutz.
Das heißt, ich vermute mal, diese Scheibe wird auch pro Durchlauf wirklich ganz, ganz, ganz wenig nur abtragen. Ein Hundertstel. Ein Hundertstel? Ungefähr. Ja. Das ist ja wirklich nichts. Ne? Ist ja fast so, dass man es noch nicht mal messen kann. Ne? Da muss man schon genau messen. Ja. Okay. Action? Ja, kann losgehen. Gut. Immer einmal kontrollieren. So, ich bin einmal auf Freigang. Wir haben jetzt noch ungefähr ein Zehntel Luft. So. So, jetzt taste ich mich ran, bis ich die Kappe so gerade eben berühre. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Tisch langsamer ist. Der geht ganz schön schnell so hin und her. So. Siehst du, jetzt fängt er so gerade an, die Kappe zu berühren. Setzt sich auf 0. Ausfunken lassen. Fertig. Was auf jeden Fall, was man von hier sieht, ich denke mal an der Kamera wird man das nicht sehen, die fährt nicht nur links, rechts hin und her, sondern auch vor und zurück ein bisschen. Ganz genau. Die Scheibe richten wir zwar üblicherweise vor jedem Arbeitsprozess einmal ab, dass sie 100% gerade ist, aber während der Bearbeitung ist es ja auch so, dass auch eine Schleifscheibe sich unterschiedlich abnutzt. Mhm. Meistens außen an den Rändern mehr, weil man ja immer in das frische Material nach der Zustellung mit der Kante reinfährt. Und dann steht irgendwann so ein Bauch. Mhm. Und deswegen mache ich das so, wenn ich Teile planschleife, dass ich immer möglichst mit der gesamten Scheibenbreite einmal quer über das Bauteil fahre, dass da keine Wellen drin sind. Mhm. Das heißt, dass man wirklich immer mit der tiefsten Stelle von der Scheibe überall rüber fährt. Genau, richtig. Und sich die Scheibe auch gleichmäßig abnutzt. So, jetzt muss ich natürlich einmal wieder zurückstellen, wenn ich dann hier nochmal drüber fahre. So, weg von der Schleifscheibe. So, jetzt müssen wir nur einen kleinen Moment warten, bis sie steht und dann... Die Oberfläche sieht natürlich krass aus, weil die sieht wirklich fast aus wie poliert, ne? Ja, so wie es sein soll. Ja. Wenn du hier so drauf filmst, ist das schon... Sieht schon geschmeidig aus. Ja. Ja, würde ich ganz Auto einmal reinstellen. Einmal ganz langsam rüberfahren. Was ist so das gröbste der Gefühle, was du hier abnehmen würdest mit der Maschine? Also ab wo sagst du, boah, das dauert zu lange, das ist zu viel, ein Zehntel? Es kommt auf den Anwendungszweck an. Zum Beispiel Auspuffkrümmer musst du teilweise 1,5 mm runternehmen und das geht auch nur hier. Mhm, okay. Ja. Aber dann fährt die wirklich eine halbe Stunde lang hin und her? Das ist ja. Das Gute bei der Maschine ist, man kann sie programmieren. Ja. Man kann ja zum Beispiel sagen, fahr 150 Zyklen a 1,5 Hundertstel. Mhm. Dann stellt die jedes Mal, wenn sie einmal drüber gefahren ist, 1,5 Hundertstel zu, macht das 150 Mal. Ja. So, und dann gehst du in der Zeit was anderes machen. Was anderes machen, ja. Von daher relativiert sich das dann. Gut, ich reinige die Kappe einmal und komme dann wieder. Ja. Wie ist das? Wir haben schon bei diversen Motorenbauern immer gesehen, dass die Kanten immer einmal, ich sag jetzt mal, gefeilt werden. Ja. Was sagt ihr dazu? Ist das notwendig? Macht ihr das auch? Oder? Das macht durchaus Sinn, wenn kein Radius mehr vorhanden ist oder irgendeine scharfe Kante. Aber hier ist es ja so, dass diese Flächen hundertprozentig planparallel sind. Mhm. Da habe ich keine Sorge. Das heißt, muss man nicht feilen. Ja. Cool. Also, Pleuel zusammengeschraubt, jetzt einmal messen, wie viel wirklich rausgekommen ist. Ganz genau. Okay. Also eigentlich müsste das ja jetzt 2 Hundertstel zu klein sein. So, stellen wir aber fest. Warum auch immer. Ich meine, es ist schön kreisrund, aber wir wären jetzt theoretisch genau auf Maß. Das heißt, 0, wenn die Uhr 0 anzeigt, sind wir bei welchem Maß? Bei 56,77. Das ist jetzt das Maß, was ich einfach festgelegt habe, was wir brauchen, um hinterher das Lagerspiel zu erreichen, was wir haben wollen. Bedeutet, ich habe das Grundbogensmaß vorher gemessen, woraus sich auch das Zehntel Lagerspiel ergeben hat, mit den Schalen eingesetzt. Das war 56,81. Wir wollen vom Zehntel runter auf 6 Hundertstel, dann müssen wir auf 56,77, um das hinterher zu erreichen. Das heißt, theoretisch wäre jetzt gerade, wenn wir es zusammenbauen würden, das Spiel
Perfekt. Ja. Aber du würdest lieber ein bisschen Untermaß gerade haben, damit du einmal durchholen kannst. Ganz genau, weil dadurch, dass ich, auch wenn ich diese Magnethilfe benutze, hat man das vielleicht am Anfang gesehen, dass das erste kleine bisschen wurde nur von einer Seite der Kappe rausgenommen. Also ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich will beim Aufspannen. Ich habe immer einen minimalen Fehler beim Aufspannen von, ich sage mal, einem Hundertstel oder zwei. Das möchte ich rausholen können. Mhm. Okay, bedeutet, verstehe. Damit wirklich alle Pleuel hinterher ganz gleich sind, möchte ich dieses gerne jetzt noch einmal schleifen, dass ich alle einmal anschließend holen kann, weil eventuell auch, wie gesagt, hier eine winzig kleine Kante entstehen könnte. Ah, man merkt es sogar ein bisschen. Ja. Die Seite ist wirklich, ja, da würde ich mal behaupten, da spürt man fast gar nichts mit dem Finger. Und hier ist es schon so ein bisschen, ja, dass da eher ein kleiner Absatz ist. Wenn diese Kante nach dem Huhn nicht weg ist, dann müssen wir an der Stelle natürlich eine leichte Phase feilen, dass die Lagerschale sich dann beim Montieren an dieser Stelle noch bewegen kann. Ah, okay, verstehe. Ja, also das Gleiche nochmal. Ja. Nochmal wieder 400? Oder? Nein, diesmal jetzt etwas weniger. Diesmal würde ich tatsächlich nur 2. So, wie oft kam das schon so vor, dass du das auch mal so 5 bis 10 Mal gemacht hast? Oder meistens so beim zweiten Anlauf ist dann genug? Also so häufig jetzt nicht. Man muss ja dann hinterher auch noch gucken, wie verhält sich das beim Honen. Man muss immer Pleuel als Paar honen, weil die Hohnleisten sind relativ lang. Wenn ich jetzt ein Pleuel einzeln hone, dann wird das bauchig, weil ich immer von beiden Kanten zu viel runternehme. Dann kann das schon mal sein, wenn man in Sätzen hont, dass eins wieder ein bisschen zu groß ist. Da kann man dann aber auch einen einfacheren Weg gehen. Wenn dort ein Hundertstel zu viel ist, nimmt man so eine Kappe raus und zieht die einmal von Hand mit Schmirgelpapier auf einem sehr glatten Tisch ab und dann passt das auch wieder. Ah, okay, dann bin ich mal gleich aufs Honen gespannt, weil mit zwei gleichzeitig habe ich auch noch nicht gesehen. Ja. Okay, ja, dann gucken wir mal, ob wir jetzt genug rausgeholt haben. Ja, das werden wir dann jetzt sehen. So. Ja. Sieht doch genau nach 200 aus. Ja, sogar geringfügig mehr. Nee, hier, 200 Aufmaß, so wie ich das haben wollte. Jetzt können wir das Pleuel nochmal mit einem anderen zusammen auf Maß bringen. Okay, los geht's. Alles klar. So. Muss ich jetzt auch nochmal ein bisschen matchen. So. Wir nehmen 3 und 5 zuerst. Weil ich habe hier auch leichte Unterschiede und es macht dann natürlich den meisten Sinn, Pleuel, die in der Bohrung jetzt das gleiche Untermaß haben, zusammen auf Maß zu holen. Okay, ne? Verstehe. Gut. Dass sie schon von der Grundbohrung her möglichst ähnlich sind. Genau. Dass du nicht aus dem einen viel rausnehmen musst, aus dem anderen wenig. Die gute historische Sun-Maschine hier. Ja. Was für ein Baujahr ist das Ding? Da fragst du mich was. Ich schätze, dass sie aus den 80ern kommt. Mein Vater weiß das genauer, der hat die damals gekauft vor. Ich hätte sowas fast gedacht, noch alter, ne? Die ist wahrscheinlich genauso alt wie wir sind. Also ich finde, die sieht eher aus wie industrielle 60er. Revolution oder so. Mit ein paar Worten, was hier jetzt gleich passiert, dieses Teil ist falsch erklärt. Hier hast du 2 Backen, die sich rausfahren. Oder 4, nee, 2. Oder alle 4 gleichzeitig. Alle 4. Also hier im Grunde genommen sogar das gleichzeitig. Hier, dieses Werkzeug ist vergleichbar mit einem Hohnwerkzeug aus einer Zylinderhohnmaschine. Mhm. Nur, dass es hier kein Kardangelenk gibt und das Ganze fest ist. Mhm. So, hier in der Mitte sieht man diesen Stern, mit dem das, wie bei einer Zahnstangenlenkung, die Hohnleisten rausgefahren werden. Das kann ich hier oben einmal voreinstellen und über das Fußpedal, was sich hier unten befindet, kann ich die Schleifleisten dann hinterher bei der Bearbeitung entweder stärker ins Pleuel drücken oder ein bisschen das rausnehmen. Mhm. So, das ist hier so eine Sache, Rädchen einstellen, Anpressdruck, Gefühl. Hinten habe ich noch ein Untersetzungsgetriebe, wo ich unterschiedliche Drehzahlen wählen kann, je nachdem, ob ich hier was sehr Großes bearbeiten möchte oder nur was sehr Kleines. Das heißt aber, die Welle wird nur angetrieben, wenn du auch gleichzeitig drückst? Genau. Also nicht dauerhaft? Einfach mit einem Keilriemen, der mit einer Rolle in den Antriebsmotor gedrückt wird. Das heißt, das, was du jetzt gleich hier auch machst, kann man nicht irgendwie messen, sondern das ist wirklich noch so richtig alte, ich sag jetzt mal, Handwerkskunst, die man einfach aus Erfahrung lernt mit der Zeit.
und du halt wirklich weißt, zwei, dreimal hin und her, fertig, messen, nächste Mal wieder. Genau. Ne? Und dann muss ich die Maschine jetzt ein bisschen einrichten, muss ein bisschen gucken, bis die ganzen Drücke passen, bis sich das vom Schleifen gut anfühlt. Ob die Leisten eventuell vielleicht konisch sind, dann muss ich sie tauschen oder neu abrichten. Mhm. Und wenn dann irgendwann mal ein Zustand erreicht ist, wo ich sage, okay, jetzt kann ich holen, dann beginnt die eigentliche Bearbeitung. Wie viele Pleuel schafft man mit so Leisten so ungefähr? Also ist da schon richtig ein Verschleiß da oder ist das so, dass jeder so ein Jahr mit so Leisten auskommt? Länger sogar, weil wir honen ja nicht ein grob gearbeitetes Bauteil auf Endmaß, so wie zum Beispiel jetzt ein Zylinder, wo ich noch mal ein Zehntel rausholen muss, sondern hier geht es ja nur um zwei, drei Hundertstel. Ja, verstehe. Da wir das ja auch nicht jeden Tag machen müssen und manchmal einfach hoffen, dass die Pleuel passen, was jetzt leider nicht der Fall war, dann ist das oft auch gar nicht erforderlich. Mhm. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Alles klar. So. Dann wollen wir einmal messen. So. Na. So, bei diesem Pleuel fehlen noch 200stel. Bei diesem Pleuel fehlen noch 2,5. Ich finde es immer Wahnsinn, dass man es hiermit mit 4 solchen Backen bzw. 8 Leisten schafft, so ein, ich sag jetzt mal, rundes Loch am Ende zu erzeugen. Weil jeder kennt das so mit dem Bohrer, wenn das so ein bisschen in alle Richtungen geht. Und ist hier auch ähnlich, starr, Werkstück eigentlich ja schon nicht fest, dass das trotzdem schafft, das Loch wirklich richtig schön gleichmäßig aufzuholen. Das ist richtig, da muss man trotzdem drauf aufpassen. Deswegen hole ich immer, weil die Schleifleisten ja nicht hundertprozentig fest sind, über 2 Pleuel gleichzeitig mit sehr wenig Anpressdruck. Wenn ich dann beim Messen hinterher, wenn ich kurz vor Endmaß bin, feststelle, dass ein Pleuel leicht konisch wird, dann drehe ich es um. Ah, okay. Ne? Das ist einfach eine Sache, das dauert lange, da muss man sich Zeit für nehmen, da muss man jedes Pleuel einzeln öfter messen, um dann hinterher wirklich auch ein hundertprozentiges Ergebnis zu haben. Wo wir wieder bei der Thematik sind, dass es halt wirklich noch richtig Handarbeit ist, die man einfach können muss. Ja. Kann man halt auch viel falsch machen. Man könnte auch so ein Pleuel versauen, ja. Okay, nächster Durchgang. Wie ist das mit dem, kann das Öl theoretisch jetzt das Messergebnis beeinflussen oder ist das so dünn, dass man es gar nicht merkt? Also minimal beeinflussen tut es das immer, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so wenig, dass man das vernachlässigen kann. Okay. Zum Beispiel jetzt, wenn wir deine Kurbelwelle schleifen oder Lager messen, rechnen wir immer bei den Messwerkzeugen, die wir benutzen, mit bis zu 1/100 Messfehler. Mhm. Weil sich die Messspitze geringfügig in die Schale drückt und einen leichten Kratzer hinterlässt. Krass, okay. Ja, okay, bei dem Pleuel ist es auf jeden Fall so, dass ich hier einmal einen leichten Fehler begradigen muss. Das muss ich einmal alleine holen. Das heißt, das war jetzt leicht konisch. Genau. Und jetzt hast du probiert, das so wieder gerade zu ziehen. Genau. So, das passt jetzt. So, jetzt muss ich aber dieses Pleuel mit einem anderen Pleuel zusammen paaren. Leute, ich muss jetzt nach drüben gehen, muss mir ein anderes Pleuel nehmen und das dann mit Pleuel Nummer 5 zusammenholen, weil das hier hat noch ein relativ großes Aufmaß und das ist fast fertig. Mhm. Frage, meinst du, du würdest es schaffen, einen ganzen Motor zu bauen, ohne Messwerkzeug? So, kann nur, ich mir nicht vorstellen. Nur so vom Gefühl her, wie sich das Ganze so drehen lässt, wie es am Ende kippelt, wie fest das ist und so weiter? Ich könnte mir vorstellen, dass es möglich ist, ist aber eine Katastrophe. Weil natürlich kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, was ist ein Zehntel, was ist ein 500stel, unter welchen Bedingungen. Aber ich würde ja allein bei den Maschinen, die ich benutze, überhaupt gar nicht wissen, wie viel ich jetzt runternehme. Das würde ohne Ende Ausschuss generieren. Das wäre. Ich meine jetzt natürlich, du kannst jetzt natürlich nicht von ohne jegliche Maße anfangen, aber wenn man zum Beispiel sagen würde, hier, das ist die Pleuel, die brauchen 200stel mehr. Und dann da 200stel rauszuholen und es funktioniert am Ende. Gar nicht. Nein. Weiß ich nicht? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja sogar hier, dass selbst bei der Bearbeitung muss ich leichte Unterschiede einstellen, weil diese Schleifleisten bestehen aus einer Körnung und einer Bindung.
Und da ist es dann so, dass die Körner werden abgenutzt und abgenutzt werden immer stumpfer und das Schleifverhalten wird moderater. Ja. So, dann kann man, wenn man zum Beispiel merkt, dass die Schleifleisten nicht mehr arbeiten, das kommt beim Hohn eventuell auch mal vor, kann man einmal etwas kräftiger hohen, dann bricht wieder ein bisschen was von der oberen Körner raus, die Bindung wird rausgewaschen und es entstehen wieder neue spitze Körner. Okay. Stehe. Das variiert, während man arbeitet, stetig. Das, also ohne Messmittel aufgeschmissen. Man könnte jetzt grob sagen, okay, zum Beispiel unter den immer gleichbleibenden Bedingungen sind 4 Hübe ein Hundertstel zum Beispiel. Beim Hohen haben wir zum Beispiel einen Ampermeter, das zeigt mir die Spindellast an. Wenn ich eine gewisse Drehzahl, eine gewisse Spindellast und einen bestimmten Stein habe, kann ich jetzt gemäß der Erfahrung schon sagen, okay, so und so oft muss ich einmal mit den Bedingungen durch den Zylinder gehen, ist ein Hundertstel weg. So fürs Schlichten ist es zum Beispiel sehr wichtig. Okay. So, das heißt, dieses Pleuel ist theoretisch fertig? Fast. Mhm. Noch nicht ganz. Nur den Rest muss ich dann jetzt mit dem anderen Pleuel zusammenholen. Ah, okay. Das heißt, du brauchst wirklich am Ende 2 Stück, die fast fertig sind, wo du noch einmal durchziehst. Genau, ich habe jetzt die größten genommen, die würde ich beiseite legen. Dann würde ich mir jetzt den nächsten Pleuel holen, würde die hier beiseite legen und dann würde ich, ich sag mal, immer wieder Pleuel zusammen als Paar hier drauf hohen, bis irgendwann alle auf dem Maß sind, was ich brauche. Okay, ja, ich würde sagen, seht da mal wieder, was das für eine Action ist, nur am Ende von 10 Hundertstel auf 6 Hundertstel Lagerspiel zu kommen. Somit ist aber, wenn du hiermit gleich durch bist, der Schritt abgeschlossen. Ja. Das heißt, ich würde sagen, danke, dass wir es zeigen durften. Danke fürs Zuschauen. Und wir machen das jetzt kurz fertig und dann geht es nämlich gleich mit der Kurbelwelle noch weiter. Ja. So machen wir es. Ciao. Ja, passt. Jetzt sind alle 6 so, wie wir es haben wollen. Wir werden jetzt gleich die Lagerschalen einsetzen und dann hoffe ich, dass die Methode, die ich angewendet habe, das gewünschte Ergebnis bringt. Jetzt war ich zu schnell. Wir sind nämlich noch gar nicht fertig, sondern wir müssen natürlich final am Ende noch mal einmal Lagerschalen montieren. Also einmal durchgewaschen alles. Richtig. Lagerschalen drin und jetzt wirklich noch mal final messen. Genau. Bedeutet, deswegen habe ich jetzt hier noch eine zweite Messuhr dabei, habe die eingestellt auf den Durchmesser der Hubzapfen. Das heißt, das ist der Hubzapfen von der Kurbelwelle? Ganz genau, das ist jetzt so gesehen das Maß, was da drauf steht. Mhm. Und hier Messuhr 0 wäre jetzt das Maß des Hubzapfens. Mhm. Und das, was ich dann hier von dieser Uhr ablese, wäre das Ölspiel, das Radialspiel. Mhm. So, und dann hoffen wir mal, dass wir da gelandet sind, wo wir hinkommen wollten. Ja, etwas verkantet. So, hier sind wir bei 5. Bis 6, 6, auch 6 Hundertstel. Cool. Also das war jetzt nochmal der finale Schritt, um einfach sicherzustellen, dass es genau so ist, wie es sagt. Ganz genau, ich muss das ja prüfen. Man kann natürlich, es ist sehr erfolgsversprechend, dass wenn man diesen Durchmesser reduziert, dass sich das fast gleich auf das Durchmesser der Lagerschalen auswirkt. Trotzdem möchte ich das aus Sicherheitsgründen immer nochmal prüfen. Ja, ja. Bevor der Motor montiert wird, werden selbstverständlich nochmal in alle Pleuel-Lagerschalen reingesetzt. Würden wir dann nochmal feststellen, dass zum Beispiel, dass es gibt immer Unterschiede von einer Schale zur nächsten, dass dort an irgendeiner Stelle die Abweichung zu groß wird, dann würden wir ein einzelnes Pleuel nochmal nacharbeiten. Das ist kein Problem. Ja, krass. Also wirklich in Summe, bis das alles so gemacht ist, auch wieder ein paar Stunden. Ne? Immer. Aber jetzt haben wir es. Bis zum nächsten Mal.